Bei Familienprepper. Ich möchte heute nochmal ein Video machen über das Thema EDC bzw. unter dem Hashtag der Prepping-Aspekte das Ganze auch wieder veröffentlichen. Und zwar das Thema modulares bzw. statisches EDC. Es ist wohl scheinbar so, dass viele denken, dass man ein EDC immer in einer Pauschtasche oder wie auch immer mit sich führen muss. Ich persönlich sehe das nicht so. Ich werde euch jetzt einfach mal sagen, welcher Aspekt für mich damit reinspielt, beziehungsweise wie ich das Ganze handhabe mit dem EDC im Allgemeinen. Ich habe halt so ein kleines Not-EDC, sage ich mal, was ich halt immer mit dabei habe. Meistens in meiner Rucksäcke ist das halt alles so ein bisschen mit verstaut, der Kram. Und dann habe ich halt noch ein EDC, das ich bei mir im Fahrrad mitführe, ein EDC, das ich im Auto mitführe und genauso ein EDC, dass ich am Motorrad mitführe, beziehungsweise mitführen werde, wenn es wieder vom Wetter her mitspielt. Und diese EDCs bauen quasi aufeinander auf. Das heißt, dass ich halt im Auto diverse Items noch mitführe, dass das schon fast eigentlich von der Ausstattung her, die da drin ist, ist das Ganze schon fast ein eigener Bug-Out-Bag. Genauso, dass das im Fahrrad bzw. im Fahrradanhänger drin ist. Also ich habe einmal ein Fahrrad, das ich einzeln nutze, ein Fahrrad, das ich inklusive Fahrradanhänger immer griffbereit stehen habe, auch fahrfertig immer stehen habe. Im Alltag ist es halt so, dass dann halt die beiden kleinen Taschen, die ich euch auch schon mal vorgeführt habe, die sind also ungefähr noch ähnlich bestückt. Es ist mal das eine oder andere ausgetauscht worden, mal ein anderes Werkzeug dazu gekommen. Oder mal irgendwas ausgetauscht worden, wo ich halt festgestellt habe, okay, das ist nicht so ganz das Wahre oder ich habe es doch nicht verwendet. Da ist halt auch immer bei mir eine ständige Fluktuation drin, dass ich halt immer gucke, was habe ich jetzt tatsächlich in Benutzung gehabt, was ist notwendig gewesen, was nicht. Und daher ist halt bei mir im EDC auch ein ständiger Wandel drin. Und wie gesagt, bei mir gliedert sich das halt einmal in einem quasi On-Body-EDC. Dann habe ich ein EDC im Auto, was aus mehreren Teilen besteht, ein EDC im Fahrrad, im Fahrradanhänger und ein EDC im normalen Rad, was ich halt im Alltag nutze. Bei mir ist das Ganze halt so, dass ich eigentlich im seltensten Falle weiter als 600-700 Meter von meinem Fahrrad oder von meinem Fahrzeugen entfernt bin. Und somit natürlich dementsprechend schnell auch auf den Rest des EDCs zugreifen kann. Hinzu kommt, dass bei mir, wenn irgendwas ist, eh meistens momentan vom Wetter her schon abhängig, das Auto den größten Teil der Fahrereien abdeckt. Wie gesagt, im Sommer kommt auch wieder das Motorrad oder halt Quad, muss ich jetzt mal gucken, dazu. Wenn ich mir ein Quad zulege, dann wird das natürlich auch dementsprechend mit einem EDC ausgestattet. Dass da halt auch immer eine gewisse Grundmenge, Grundwerkzeuge und so weiter vorhanden ist. Also es ist so, dass ich halt im schlimmsten Notfall auch mit dem Fahrrad, mit dem wie auch immer, dass ich halt mit egal welchem Fahrzeug unterwegs bin, ich wegkomme und eigentlich auch mit egal welche Art und Weise ich unterwegs bin, ich mein erstes Depot innerhalb von einer Dreiviertelstunde bis 5 Stunden ohne weiteres erreichen kann. Und dementsprechend brauche ich kein allzu großes, ausgeprägtes EDC. Was ich am Körper trage. Also es ist immer so, dass ich meine Option habe, dass ich auf irgendwas zurückgreifen kann, wenn es soweit ist, weil, wie gesagt, ein Großteil des Lebens bei mir findet irgendwo in und ums Auto momentan statt. Im Sommer wird es wieder mehr mit dem Fahrrad und wahrscheinlich auch mit dem Motorrad oder mit dem Quad halt sein. Und daher habe ich das ein bisschen anders aufgeteilt. Für denjenigen, der ja die ganze Zeit, sage ich mal, zu Fuß unterwegs ist, oder nicht noch weitere Faktoren mit drin spielen hat. Für den ist natürlich ein statisches EDC eine tolle Sache. Man hat alles dabei. Und ich sag mal so, bei mir ist es schon so, dass das Grund-Erste-Hilfe-Set, was ich dabei habe, was er auch kennt, das hat schon die Größe, die eigentlich von vielen schon so ein EDC im Normalfall hat. Das ist für mich halt der Grund, warum ich ein relativ verteiltes einfach habe. Natürlich kann man auch alles in eine Pouch reinpacken, eine Molletasche oder wie auch immer. Es ist halt immer jedem selber überlassen, wie handhabe ich mein EDC. So, und man muss dann halt auch immer noch bedenken, es gibt wie gesagt das Statische, so nenne ich das halt. Es ist, wenn ich wirklich alles an Kram in einem habe. Das heißt also auch zum Beispiel ein Bug-Out-Bag. Viele legen immer darauf, dass ein einziger Bug-Out-Bag sein muss.
Ich habe ein modulares System dabei, dass ich halt ein Grundback habe, wo ich definitiv, selbst wenn ich den unnötigsten oder unmöglichsten Weg bis zu meinem ersten Depot zurücklegen müsste, ich mit diesem locker diese 72 Stunden irgendwie überbrückt bekomme und dann im nächsten Depot aufstocken kann. Ja, zu dem Thema Depots komme ich ja auch noch mal ein separates Video. Und wie gesagt, das ist halt einfach, mir geht es jetzt nochmal darum, dieser Aspekt statisches oder modulares EDC. Man sollte halt immer gucken, was sind die Bedürfnisse von einem. Also wenn ich jetzt wirklich nur mit einem hinkomme, dann ist das ja okay. So, aber was ist, wenn man, ist aber ich, wenn ich im Auto unterwegs bin, da habe ich 4 oder 5 Messer rumfliegen, als Beispiel jetzt, als reines Beispiel. Das heißt, ich habe immer genug, wo ich darauf zurückgreifen kann. Kabelbinder und so weiter, ist alles im Auto noch mehrfach vorhanden. Genauso Seile, Paracord und so weiter. Genauso ist auch noch mal ein kleines Set im Fahrradanhänger drin. Dass ich halt immer genug Material habe, auf das ich zurückgreifen kann und nicht auf ein großes statisches EDC angewiesen bin. Ja, das war es jetzt zum Thema EDC. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch. Weitere Abonnenten freue ich mich natürlich auch. Eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Seid vorbereitet, euer Familienprepper.